Hallihallöchen, liebe Freunde, und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und mit dabei haben wir den Sünte. Fantastisches Hallihallöchen, Leute. Ja, Leute, und heute kommt ein Creeper-Tsunami. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ihr könnt gerne schon mal jetzt eine positive Bewertung da lassen und auch gerne meinen Kanal abonnieren, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim Tsunami-Video wieder. Viel Spaß. Och, Tim, heute ist mal wieder so ein schöner Tag. Ja, guck mal, die Sonne strahlt ein. Ja, das kann nur ein guter Tag werden. Das kann nur, ne, ein schöner Tag werden. Und guck mal hier, das Pferd. Oh. Guck mal. Mag es Kekse? Hm? Guck mal, wie es sich drüber freut. Oh, ja, bist du eine Süße. Wer möchte nicht, dass ich da drauf reite? Oh, doch, guck mal. Guck mal. Alter, man kann zu Pferde reiten. Ich will auch. Mega cool. Spring, komm, bitte. Oh nee, es mag dich nicht, aber mich mag es, guck mal. Nein, mag es auch nicht. Oh Mann. Naja, egal, oh Mann. Komm, lass uns ein bisschen weitergehen. Guck mal, hier Lava. Oh Gott. Oh, ganz schön heiß hier. Pass auf, genau. Wenn man da reinfliegt, ne, dann ist Ende im Schacht. Weißt du das? Da ist Schicht im Schacht, ne? Ich habe von Opa Francesco mal eine Geschichte erzählt bekommen. Das angeblich. Guck mal, da fängt an zu brennen. Oh Gott, mach's aus. Ich habe von Opa Francesco mal eine Geschichte erzählt bekommen, wo ein Mann in Lava gefallen ist und der ist. Also. Das war kein schöner Anblick, meinte Opa Francesco. Ja, und Opa Francesco übertreibt ja eigentlich nie, ne? Opa Francesco hat schon alles Mögliche mitgemacht. Der ist auch ein alter Herr, ne? Da musst du auch ein bisschen für Verständnis haben. Ja, das ist klar. Ja. Okay, aber, komm, lass uns weitergehen. Ja. Ah, so schön, ey. Endlich mal ein sorgenloser Tag. Ferien und dann. Warte mal, ja. Tim. Siehst du diese. Lol. Da ist so eine grüne Wasserflüssigkeit. Was ist denn das? Ich kann es dir irgendwie nicht beantworten. Das sieht echt ein bisschen gefährlich aus. Ich glaube, Gift ist das aber nicht. Probieren will ich nein, nicht. Nein, nicht riskieren. Ich werf mal kurz einen Keks rein. Nee, der ist auch nur grün geworden. Ne? Und noch hier ein kleines Chicken? Nö. Ah, passiert nichts. Also es verätzt schon mal nicht. Das ist schon mal aber, gut. Guck mal, das ganze Wasser ist irgendwie so geworden. Ja, irgendwie schon. Da hinten also, auch. Und was haben wir denn hier? Eine Kiste. Oh, eine Kiste. Wir haben einen Schatz gefunden vielleicht. Oh nein. Weißt du, was es bedeutet? Ja, wir haben Diamantwerkzeug umsonst bekommen. Nein! Mann, du Schussel! Es kommt ein Tsunami! Nein. Das ist die Ausrüstung dafür! Oh nein, ja, ich erkenne es wieder. Oh nein, warum müssen wir immer solche Schicksale durchmachen? Keine Ahnung, warum sind denn die Blöcke so grün-schwarz? Hat das was damit auf sich mit dem Tsunami? Weil. Kann das ein Creeper-Tsunami sein? Ich glaube schon, es steht ja nichts anderes was da, gibt's denn ne? Noch? Es gibt Bäume, aber die sind nicht grün-schwarz. Ja, es könnte Creeper sein. Ist auch nicht grün-schwarz. Vielleicht noch nur Creeper kommt es da in Frage. Es muss ein Creeper sein. Oh nein. Oh, die ganzen Pferde werden sterben. Oh Gott, die Armen, die sehen so süß aus. Aber wir müssen erstmal an uns jetzt denken. Guck mal, wir haben auch keine Zeit. Lass uns schnell in die Wüste gehen, dort anfangen. Guck mal, hier ist auch Lava. Aufpassen. Wow, aufpassen, heilige Mann. Markele, das war aber ich markiere das mal ganz kurz hier, damit wir hier nicht reinfliegen. So. Heilige Marlene. Das ist aber echt nicht schön. Wirklich, das ist überhaupt nicht schön gerade. Dann wag dich schon mal dran. Wow. Okay. Ich lass mal mit dem Feuer hier zu spielen. Wo denkst du, wir könnten unsere Base hier drauf bauen? Ja, auf das der Lava. Das wäre mega krass. Boah. Heilige Marlene, das wird immer richtig geil. Mit so einem schönen Lava-Boden, hammergeil. So eine Bodenheizung. Ja, eine Bodenheizung haben wir dann garantiert. Ja, aber es geht eigentlich. Das Glas dämpft eigentlich, die Wärme schon gut. Ja, ne? Doch, eigentlich finde ich auch, es ist relativ. Ah, Hilfe! Ich brenne! Du musst in die Flüssigkeit. Ich muss in die Flüssigkeit. Ah! Das war nochmal knapp, Mensch. Tut's weh? Boah, mein Hintern, der tut weh. Aber die Flüssigkeit. Alles bestens, aber riecht ein bisschen komisch. Ja, genau wollte ich es auch nicht wissen. Na, es riecht halt ein bisschen komisch, ne? Ja, das kann gut sein. Ich mach mal hier so ein bisschen außenrum schwarze Blöcke hin, damit man die Lava auch nicht sieht von außen. So unscheinbar.
Das könnte, denke ich, ganz cool sein, oder? Wie findest du das? Ja, ich mach mal hier schon ein bisschen das Dach fast. Moment. Okay. Heilige Makrele, sieht das cool aus. Heilige, also, es kann echt nicht wahr sein, wie viel Glück im Unglück wir haben quasi, ja, ne? Wir können eine richtig coole Base machen, aber müssen halt vielleicht mit unserem Leben bezahlen. Mann, ey, hör auf damit. Also, wir werden das sicher schaffen, meine ich. Ja, du machst mir voll Angst. So, aber cool sieht die Base hier schon aus, ja, ne? Mega cool. Aber du darfst das Glas nicht vergessen, dass wir auch was sehen. Stimmt. Vielleicht sollten wir oben noch so ein schönes Glasdach ergänzen. Was hältst du davon? Ja, mach's. Ja, das klingt eigentlich ganz cool, Leo. Okay, dann machen wir das jetzt auch nochmal ganz schnell. So, hier so ein kleines Glasdach. So, hier. Schön. Wir müssen aber aufpassen. Keiner von uns darf den Boden abbauen, ne? Da macht das bloß nicht. Nein, auf gar keinen Fall, Mensch. Wenn das passiert, ne, dann endest du genauso wie ich fast gerade. Ich wäre fast gestorben. Ja, aber nur fast zum Glück. Oh, ich hätte gerade einen Herzinfarkt, Mensch. Wenn das Opa Francesco gehört hätte, der hätte mich... Alter, was hätte der gemacht? Der wäre... Wie leidsinnig wir hier spielen. So. Aber ich muss sagen, es sieht echt nicht schlecht aus. Nein, aber was ich gerne noch hätte, wäre so ein kleiner Turm hier. Ja. So ein kleiner Aussichtsturm, das wäre mega cool. Ja. So. Ah! Was machst du denn? Es wurde gerade übelst heiß. Heilige Marlene. Muss man echt aufpassen. Wir dürfen nicht so lange auf der gleichen Stelle stehen bleiben. Nein. So, machen wir hier so einen schönen Turm hin. Machen wir auch hier noch an der Seite ein bisschen Glas hin. Ja. Hört sich sehr gut an. So. Hier außenrum auch nochmal. Boah, sieht das cool aus. Ja. Also kann man sich auf keinen Fall beschweren über so eine schöne Basis. Ja, also es sieht sogar auch so ein bisschen aus wie ein Creeper, ne? Von den Farben her, unsere Base. Jetzt nicht von der Form oder so, ne? Aber... Ja, okay, aber die Farben, die kann man so lassen, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Machen wir noch hier so schön Glas rüber, damit wir auch nicht um unser Leben bangen müssen, wenn wir das Ganze hier beobachten, ne? Und ich glaube, kann sein, dass die Sonne jetzt schon langsam... Ich denke auch, wir sollten so langsam... schlafen gehen, ne? Ja. Bisschen langsam, aber sicher. Boah, das ist so ein komischer Anblick, immer dieses grüne Wasser zu sehen. Das kennt man gar nicht. Ich frag mich auch, von wo das kommt. Ich weiß gar nicht, was da jetzt passiert. Es war irgendwie letzte Nacht ein Unwetter oder so. Ich weiß es nicht. Ich hab geschlafen wie ein Baby. Ja, ich auch, wie ein Stein. Da. Soll ich du dir bist oben auch helfen ein Stein. Beim Tour? Soll ich dir beim Turm oben helfen, oder? Nee, geht schon. Alles Roger hier oben. Okay, gut, dann... Perfekt, dann haben wir die Base fast fertig. Ich mach mir hier mal so einen kleinen Raumteiler hin, okay? Alles klar, mach das. Heute Nacht auch gut... Was ist denn los? Ich bin gestürzt. Pass doch auf, mein Freund. Das kann hier ganz schnell tödlich enden, so ein Schritt auf dieser Höhe. Tut mir leid. So, machen wir hier nochmal schön... Zack, hier nach unten so ein kleiner Weg. Boah, sieht das cool aus. Der Tower sieht echt richtig geil aus. Ja. Machst du auch so eine Treppe hin, dass wir da hochkommen? Perfekt. So, hier. Zack. Ja, das sieht... Ich guck mal rein, ob man die Treppe auch gut begehen kann, weil ich bin nicht gerade der Sportlichste, aber sollte leicht sein. Ah, gerade ein bisschen schwierig hier. Pass auf, ne? Ich bin immer vorsichtig, keine Sorge. Was? Ah, die Sonne, wir müssen uns beeilen. Ja, tut mir leid, ich muss noch die Treppe fertig machen. Genau. So. Oh, ich muss was essen, ich hab richtig Kohldampf. Hinter dir, Creeper! Oh mein Gott! Wo kommt der denn her? Wie hab ich das überlebt? Heilige Makrele! Heilige Makrele! Heilige Makrele! Lass einfach jetzt die Base aufs Minimalste minimieren und schlafen gehen, okay? Ja. Heilige, stell dir vor, wir wären am Schlafen gewesen. Was wäre dann passiert? Ja, schnell zu, ich mach alles zu, hier kommt niemand mehr rein. Boah, Mann, ey, pass doch mal auf. Ey, der ganze Boden, ich wäre fast in die Lava geflogen. Das wäre ein Trauma gewesen. Ach Gott, ich bin richtig am Ende, gerade mit meinen Nerven. Alter, was hast du gemacht? Unsere schöne Base. Ich hab gar nichts gemacht. Natürlich warst du das, doch. Was kann ich denn dafür? Du hättest aufpassen können, bisschen umschauen. Ja, schiebst du die Schuld auf mich, du Doofkopf. Was? Du nennst mich Doofkopf? Ja, hast du richtig gehört. Alter. Ich brauche Abstand von dir. Der
Der Schock lässt nicht nach. Meiner auch nicht. Ich hab mir so viel Mühe gegeben. Alles deine Schuld. Gute Nacht. Gute Nacht. Boah. Pat? Pat? Hä? Der, Tsunami ist da. Wo denn? Da ist nur ein Pferd. Wo? Hin! Hallo, dreh mal richtig hin. Es ist wie gedacht ein Creeper-Tsunami. Was? Oh nein, was passiert hier? Ich kann's dir nicht sagen. Boah, wie sieht das denn aus? Also, ich bin hier unten ein bisschen sicher. Wie sieht's bei dir aus? Oh nein, ja, man hat eine schöne Aussicht hier auf dem Tower. Aber Heilige es wird alles Makrele. Überflutet, alles. Okay, nichts. Okay, ich... Unsere Base färbt sich sogar. Oh mein Gott, die war noch komplett schwarz und grün. Jetzt ist ja. Weiß und grün. Guck mal, selbst hier unten. Unser schöner Lavabrunnen. Unser Lavabrunnen. Es kann echt nicht sein. Oh nein. Was geht denn hier ab? Sollen wir mal rausgehen und das Ganze mal versuchen anzuschauen? Ich meine, vorhin habe ich ja auch keinen Schaden bekommen. Ja, aber nur mit meinem Boot gehe ich hier. Ja, klar. So, dann versuchen wir es mal aus. So, schnell. Raus hier. Raus. Wo ist mein Boot hin? Oh. Mein Boot ist weg. Nein, mein Boot. Das ist in deiner Hand. Na, so, da ist mein anderes Boot. Okay. Heilige Makrele, schau dir das an, meine Güte. Mein Boot hier. Okay, folg mir. Ich weiß Moment. Nicht, wo wir hinfahren, aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr verstörend aus. Tja, wenn man sich die Creeperköpfe da anguckt, machen die keinen guten und besonders netten Eindruck. Nein, überhaupt nicht. Wir wollen mal in die andere Richtung fahren, wo die Welle ist. Hier ist auch die Welle. Oh Gott. Wie geht's denn hier runter? Was geht denn hier runter? Oh, Hilfe! Was? Oh Gott. Wo bist was du? War das denn für ein Sprung? Oh, was ist das für eine Welle? Heilige Makrele. Oh Gott, hier ist wieder Land. Lass uns versuchen zu flüchten. Lass uns ans Land gehen und versuchen zu flüchten. Vielleicht schaffen wir es noch zu entwischen. Komm schnell mit. So Leute, das war's mit dem Tsunami. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Falls ja, lasst doch jetzt ein Like da. Schaut bei Sinto vorbei, abonniert meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.